Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Wir machen heute zusammen diese süße Double Diamond Fold Card, also eine doppelt zum Diamant gefaltene Karte. Ja, Wahnsinn, was für ein Wort. Also Double Fold Diamond Card. So schaut sie aus, wenn sie aufgeklappt ist. Und natürlich kann man überall, wo man möchte, auch seine Glückwünsche hinschreiben. Zusammengeklappt sieht sie dann so aus. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Tutorial und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das noch machst. So, dann starten wir jetzt gleich wieder mit unserem Schneidebrett und einem Stück Cardstock. Und da ich immer nie genau weiß, ob du in Zentimeter oder in Inch bastelst, machen wir das jetzt einfach mal in Inch. Also, Interlänge brauchen wir 11,5 Inch. Und in der Breite brauchen wir 5 Inch. Gut, dann kann unser Schneidewerkzeug weg und wir machen weiter mit dem Falzwerkzeug. Und zwar falzen wir uns jetzt den kompletten Cardstock einmal in der Mitte bei 2,5 Inch. Dann drehen wir unser Blatt und falzen bei 2,5 Inch, also quasi nochmal. Drehen uns das Blatt jetzt einmal komplett rum und falzen nochmal bei 2,5 Inch. So, jetzt ist der einfache Teil fertig. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, aber das kriegen wir auch ganz, ganz locker hin. Du brauchst jetzt einen Bleistift und ein Lineal und jetzt müssen wir uns ein paar Markierungen machen für das spätere Falzen. Also, wir messen uns jetzt hier am oberen Rand 4,5 Inch und machen uns eine Markierung. Das machen wir hier unten ebenfalls. Dann drehen wir unser Blatt und machen das gleiche nochmal. Einmal unten, einmal oben. Dann gehen wir zur Falzlinie runter und machen uns hier eine Markierung bei 3,5 Inch. Die machen wir einmal über dem Falzstrich und ziehen die bis unter den Falzstrich runter. Papier wieder wenden, das gleiche nochmal. Hier oben sind wir. Dreieinhalb Inch über der Falz und den Strich ziehen wir uns bis unter die Falz runter. Gut, dann brauchen wir jetzt nochmal unser Falzwerkzeug. Und jetzt falzen wir uns hier eine Verbindung. Also einmal hier, hier, so, da und hier auch noch. Dann fangen wir an. Das ist, wie gesagt, jetzt ein kleines bisschen tricky, aber das kriegen wir locker hin. Also, oben und unten bin ich genau in meiner Markierung. Jetzt gehe ich langsam runter und gucke. Ein Stückchen kann ich noch. So, das reicht. Dann drehe ich mein Blatt und mache die nächste Falz. Also die Markierungspunkte sind auf der Falzlinie. Dann gehe ich langsam hoch. Schau, ein Stückchen noch. Schau nochmal. Noch ein ganz kleines Stück. Und jetzt passt es und ich gehe wieder runter. So. Andere Seite, gleiches Spiel. Die Markierungspunkte sind
auf der Pfalz. Ich gehe wieder hoch, gucke ein Stück, passt und gehe wieder runter. Schau darauf, dass du nicht über diese Markierung drüber kommst, aber natürlich auch bis zur Pfalz hinkommst. Also zu weit ist schlecht, zu kurz ist auch nichts. So. Und ein letztes Mal. Und dann kann unser Falzbrett endgültig weg für das heutige Projekt. Wir schnappen uns ein Radiergummi und machen uns hier unsere Hilfslinien wieder weg. So, jetzt fangen wir an und falzen uns hier einmal die Mitte. So, jetzt klappen wir die äußeren Falze nach hinten. Also, so. Und so. Jetzt nehmen wir uns unsere Karte in die Hand und knicken das jetzt hier so ein bisschen ein. So, hier machen wir das Gleiche. So, und wenn wir das jetzt haben, gucken wir. Ist jetzt falsch rum, oder? Runtergezogen. Okay, stopp. Die müssen hoch. So, jetzt nochmal, weil ich irgendwie wieder einen kleinen Denkfehler drin hatte. Also, die hier müssen so stehen, so, so, und die hier müssen nach oben. Also drehen wir uns das einfach und biegen das nochmal in die andere Richtung. So, und jetzt müsste es rein theoretisch funktionieren. So, also nochmal, die mittlere Falz nach hinten, die äußeren Teile ebenfalls nach hinten und dann knickt der Mittelteil nach innen weg und dadurch, dass die Falz hier schräg ist, kommt es hier nach oben. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwie halbwegs verständlich erklärt ist. So soll es ausschauen. So. Ich weiß allerdings auch nicht, wie ich es anders erklären soll. So, nochmal ganz langsam. So, und dann haben wir hier unseren doppelten Diamanten gefalten. So, gehen wir hier nochmal die Falzungen nach. So schaut das dann von oben aus, so schaut es von unten aus. Und jetzt klappen wir uns einfach nochmal alles auseinander. Zack. Da es sich natürlich so wesentlich besser bekleben lässt. Dann habe ich natürlich hier schon mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Ganz klar, ich möchte das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Maße schreibe ich dir wieder unten in die Infobox. Und dann starten wir mal. Ich habe natürlich die Karte vorgebastelt. Sah dann bei mir so aus. Und meine Kästchen hatten wahrscheinlich eine andere Größe.
Nein, hatten sie nicht, es passt. Okay, wunderbar. So, also, ich starte hier mit meinen Quadraten. Hier habe ich versucht, das Schwarz zu umranden. Das geht allerdings bei diesem Papier nicht wirklich. Deswegen habe ich diese Idee verworfen. Und irgendwie finde ich, dass die ganze Dekoration ein bisschen altbacken ausschaut. Deswegen musste ich jetzt hier noch irgendwie die Ecken abrunden, hier ein bisschen schwarz umranden, hier noch ein paar Chipboards einfügen und ein Schleifchen, weil irgendwie weiß ich nicht, an was das liegt. Liegt das an dem Papier? Liegt das an den Blümchen? Ich habe keine Ahnung. So, auf alle Fälle, hier habe ich mal ein paar Blümchen gestempelt, ausgeschnitten. Hier siehst du auch, hier habe ich mich verstempelt, aber das wird man danach nicht mehr sehen. Und dann klebe ich jetzt ganz fix die Quadrate an. So, wenn die Quadrate kleben, brauchen wir jetzt natürlich hier noch ein Papier. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt hier vernünftig ausrechnen soll. Demnach machen wir das einfach ganz unkonventionell und werden uns hier das einfach markieren. So, die oberen Ecken lassen wir. Dann positionieren wir uns das hier so mittig, dass auch noch ein schöner Rand bleibt. So in etwa. Und dann machen wir uns hier eine Markierung. Die geht dann bis zu der Ecke. Und ab hier zu der Ecke. Dann schnappe ich mir wieder mein Lineal, mein Cuttermesser und dann werden wir das mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Schaut doch ganz gut aus. Demnach machen wir das hier auch gleich so. Dafür lege ich mir das Papier hier einfach auf, markiere mir die untere Ecke und auf der anderen Seite beide Ecken und schneide es ebenfalls so ab. So, wenn wir das fertig haben, kleben wir uns das hier natürlich auch noch auf. So, also. Das ist die Rückseite, die wird wahrscheinlich gar keiner sehen, aber ich möchte sie jetzt auch nicht so nackig lassen. So schaut es dann aus. Und jetzt werde ich mir das mal ganz kurz mit einer Klammer fixieren, damit das nicht immer aufgeht und ich das halbwegs vernünftig dekorieren kann. Lass die Klammer nicht zu lange drin, sonst kriegst du da Abdrücke. Ganz wichtig. Gut, dann schnappe ich mir hier meine Blümchen. Und der Plan ist, dass die hier irgendwie so schön drauf kommen. Auf der anderen Seite das Gleiche. Dann habe ich hier noch einen Schriftzug. Da müssen wir jetzt nur aufpassen. Der Schriftzug, den kann man natürlich nur auf einer Seite festkleben. Also mal schauen. Den drunter setzen. Drüber. Weil man soll natürlich ja auch noch die Blümchen sehen. Oh, ist hier schon die Hälfte weg. Aber so denke ich, sollte das gut passen. Dann hatte ich hier noch so Blumen aus Chipboard rausgesucht. So. Hier hin. Genau. Dann kleben wir das mal alles fest. Die Blümchen werde ich mit Foam Pads aufkleben, dass die auch wieder ein bisschen mehr Dimension bekommen. Also die Blume hier werde ich mir jetzt noch weiß embossen. Dafür nehme ich einfach mein Chipboard, drücke das hier in mein Stempelkissen hinein. Dann schnappe ich mir ein Blatt, nehme mir mein Chipboard ganz vorsichtig runter, streue das mit weißem Embossing-Powder ein. Angel das da vorsichtig wieder raus.
und embosse das kurz mit dem Föhn. Und kleben das dann einfach mit Flüssigkleber noch mit drauf. Und dann ist unser Kärtchen fertig und es kann immer noch schön nach oben schlagen. So. Dann hoffe ich, dir hat das Tutorial gefallen. Du bist auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das noch machst. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!